Einen wunderschönen guten Tag zurück. Ich bin's nur. Mit Erschrecke. Ich bin der Mann mit dem Schnitzel. Warum stehe ich hier? Das wissen wir nicht. Aber ich habe Stein einstecken. Wenn ich Stein einstecken habe, muss auf die andere Seite. Kann ich damit eventuell was arbeiten? Bin ich vielleicht deswegen hier, um was zu arbeiten? Ist es schon wieder soweit? Muss ich schon wieder was arbeiten? Muss ich denn ständig hier arbeiten? Ach ja, Ich habe mich vorbereitet, wie ich sehe. Das ist ja auch schlau. So, wir machen ein paar Treppen. Die könnten wir gebrauchen. So, denn wir wollten ja hier... Hallo Schweini-Schweinis. So, ein paar Säulen und ähnliches. Ja, das funktioniert so schon mal gar nicht, ne? Da geh mal weg, du Schwein. Duschschwein. Dann müssen wir das aber so machen. Dann wird das aber groß hier. Und geht vor allem hier. Also die Fackel kommt hier eh nicht hin. Okay, die Fackel kommt hier eh nicht hin. Geh du mal weg hier. Bisschen. Der hier komisch weg. Das kann ja nur so nicht sein. Das kann ja nur so nicht sein. Hau doch mal ab hier, Junge. Ich bin hier am Denken. Oh, siehst du lustig aus von innen. Geh mal weg. Keine Lust, mich jetzt mit euch anzulegen. Weil das ist hier ein geschlossener Raum. Viel kann hier nicht passieren, aber... Ja, das sieht kacke aus. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Das funktioniert so nicht. Wieso funktioniert das so nicht? Das muss doch eigentlich so funktionieren. Oder? Achso, wegen dem ging's nicht. Ich brauche jetzt aber viele Treppen, wenn ich das so mache. Und die Frage ist, macht das Sinn, das so zu machen, oder ist das nicht einfach irgendwie ein bisschen zu heavy? Ich finde es ein bisschen zu heavy. Das gefällt mir alles, gefällt mir nicht. Mach das mal alles wieder weg. Ich dachte gerade, aber die Spitzhacke habe ich da oben. Wenn es allenfalls so machen. Haben wir aber dann hier diese komische Ecke hier in der Mitte. Ach, bei 7 Days gibt es hier die richtigen Dinger dafür.
das hier immer noch ein bisschen schade, dass ich das hier immer noch nicht so gebaut haben, so geändert haben, dass man hier auch so Dinge ersetzen kann. Das könnten wir so machen, das sieht aber auch kacke aus. Sieht alles schön scheiße aus. Ja, vielleicht kommt es im Gesamten gut. Gucken wir mal. Aber das war falsch rum. Gott, wie viele Schweine sind denn hier? Es werden ja als mehr. Müssen wir auch ein bisschen, also gezwungenermaßen, früher oder später müssen wir die wegschlachten. So ein bisschen brutal. So, das sind jetzt die Ecken. Ich habe 30er Länge gemacht. Jetzt kann ich links und rechts kann ich mal einen abziehen. Bleiben wir bei 28. Wenn ich 4 abziehe, 24. Haut nicht hin. Das haut alles nicht hin. Ich könnte 6 abziehen, wenn es 22 haut ja auch nicht hin. Gott, wird das unsymmetrisch. Bam. Ich meine, ich will das jetzt so machen. So. 3. So. 2, 3. Ist der hier auch wieder? Dahin. 1, 2, 3. Und dann müsste ja hier 1, 2. Und hier passt nur ein 2er hin. Ich würde sagen, okay, wir machen hier nur ein 2er. In der Mitte frei. Na, so wäre es zumindest symmetrisch, ne? Mit 2 ist ja ganz doof. Ach, diese verschissenen Löcher hier überall. Da kommt aber der hier in der Ecke überhaupt nicht mehr zur Geltung, wenn wir das so machen.
Nee, das geht auch nicht. Es müssen Dreier sein. Es geht nicht. Es funktioniert so nicht. Es müssen Dreier sein. Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, das geht einfach nicht auf. Das ist das Problem. Ich muss den Raum. Scheiße, ich muss den Raum verlängern. Gigigagi liegt es wieder an die Stieselinchen. Es ist das Kiki-Kagi-Lied. Ja, wer hätte das gedacht? Es ist das Kiki-Kagi-Lied. Das ist immer so eiert beim Singen. Aber das macht nichts. Nein, das ist nicht so schlimm. Es macht zwischendurch, es macht ganz kurz, Kiki-Kagi. Und dann hört's wieder auf. Ja, neugieriger irgendwas. So, dann muss das hier alles wieder weg. Und dann müssen wir den Raum leider einen tiefer machen. Dann ist er nicht exakt so Quadrat. Wir könnten nicht nur einen tiefer machen. Das geht aber dann auch damit nicht mehr auf. Ne? Na, dann machen wir die auf diese Weise nur in die Seite. Dann geht's wieder. Irgendwie muss es gehen. Na, den da unten mach ich später weg. In die andere Richtung kann ich es nicht um einen verbreitern, weil das Nähtertor aus Zweien besteht. Dann alles so nimm auf. Kannst du mal weggehen? Die neue Wand.
Ich muss gleich nochmal nach Hause und mir neue Spitzhacken machen. Ja, ich sag's ja. Bin schon weit gekommen hier. Da geblieben. Ich bin heute ein bisschen unfit. Da mögen jetzt die Leute sagen, ja, das ist jetzt auch nichts mehr Neues, das ist ja sowieso ständig. Ja, es ist ja ein Auf und Ab mit mir, es ist immer... Bin schon wieder urlaubsreif. Ist aber nicht so tragisch, weil ich nämlich bald Urlaub habe. Dann wird sich alles gut. Leider stehen zwischen mir und diesem Urlaub jetzt noch zwei anstrengende Wochen. Wobei eine dieser anstrengenden Wochen ja schon Teil meines Urlaubs ist, also kann ich mich da eigentlich auch nicht beklagen. Weg. So. Okay. Andere Seite auch noch. Dann kommen da auch bald Fackeln dran. Da muss ich nur noch irgendwie eine Ebene tiefer, glaube ich. Da oben kriege ich keine hin. Und dann löst sich hier vielleicht auch das Schweineproblem irgendwann. Apropos Schweineproblem, geh da mal weg. So. Dies sollen denn meine Pfosten sein. Und jetzt gehe ich wieder heim. Denn ich brauche einen neuen Stein. Ihr seid echt vogelwild. Ist okay, ich brauche zu Hause neue Spitzhacken. So. Gut. Er legt. Wenn hier sonst keiner mehr ist, der nervt. Wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich wieder mitten in der Nacht heimrennen. Das lieben wir ja. Ich bin nicht da. Oh, die Sonne geht auf. Das ist schön. Das ist sehr angenehm. Then I maybe schaffe es unbeschadet home. Und dann ist... Oh Gott, dann ist die erste Folge auch schon wieder rum. Ja, das ist ja... Das ging, die ging jetzt aber flott vorbei, muss ich sagen. Also, da habe ich jetzt echt das Gefühl gehabt, die hat EBSA gefangen und da ist die schon wieder rum, du. Ist ja unglaublich, du. Ich schnauze da drüben. Ja, ich laufe noch ein vorher, ja?
Ich lauf noch heim und mach da Gigi Gagi. Ich kann heute nicht so lang, weil mein Zeitplan sich ein bisschen verknorzt hat. Das hängt jetzt gar nicht so unbedingt mit meiner Fitness zusammen. Gut, ich wollte auch nicht schlafen, das ist auch Quatsch. Ist auch ein bisschen, aber... Ach, ich wollte eine Aufnahmepause, Folgenpause machen. Moment.